Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Projekt Ozone 2 Reloaded. Oh, schön eingekrüteter Baum. Das passt. Und ich sehe gerade, aus der letzten Aufnahme sind wir hier noch ein bisschen hungrig. Das heißt, ne, wir sind natürlich keine Baumsetzlinge, sondern mal eben gepflegt hauen wir uns zwei Äpfelchen hinter die Binden. Ja, das passt sogar. Das gibt dann noch ein bisschen goldene Keulen. Hält also etwas länger an. Und unsere Mobfarm, die ist ja schon ganz gut genutzt von den lieben Mobs. Und hier sind Creeper, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist mir schon öfter mal ein Creeper um die Ohren geflogen. Ich glaube, ich nehme hier am besten die Axt. So. Schön. Was haben wir denn hier noch? Ein Skelett in Rüstung, so wie es ausschaut. Nett, nett, nett. Hat dem Skelett aber gar nichts gebracht. So, sehr schön. Was gab's denn hier alles? Pfeil, verrottetes Fleisch. Oh, ein Common Loot Bag. Schauen wir doch gleich mal rein, was wir da Schönes haben. Zwei Enderperlen, vier Eisenbarren, zwei Fäden. Jo, ist jetzt nicht die Wahnsinnsausbeute. Ja, aber immerhin besser als nichts. Und ich habe in der letzten Aufnahmerunde gesagt, ich würde dann da hinten gerne Truhen hinstellen. So, das werde ich jetzt auch machen. Jetzt mal vier Truhen basteln. So, sehr schön. Dann kommen rechts kommt eine Doppeltruhe hin, links kommt eine Doppeltruhe hin. Oh, hier sind ein paar Skelette. Sehr schön, sehr schön. So, die bastel ich mal hier hin. Und einmal da. So. Dann kümmern wir uns hier mal um das knochige Tier. Ah, schön. Und unsere Axt wurde aufgelevelt mit einem Diamanten plus einem variablen Slot, wo wir dann selber irgendwie was fürs Upgrade reinbasteln können. Schön, schön, schön. So, dann kommt hier der Loot von den Monstern rein. Lootbag wird natürlich auch gleich geöffnet. Paar Knochen. Ah, cool. Eisenhelm, Enderliliensamen und ein Gefängnis-Safari-Netz. Bringt uns jetzt im Moment noch nichts. Wird später aber ziemlich nützlich sein. So. Ah, ich kann ja, ich habe ja den Zombie-Kopf noch an. So. Haben wir hier schon mal einen Rüstungspunkt. Passt, passt, passt. Wie schaut es eigentlich mit der Monsteraufgabe aus? Ah, wir hatten noch keinen Enderman. Ah, Beta ist freigeschalten, sehr schön. Ah, Skelette haben wir bisher, haben wir jetzt alle gekillt. Ein Creeper fehlt uns noch und drei Zombies und halt der Enderman oder der Enderbro. Yo, Bro! Ah, und da scheint es, wie ich auf der Minimap sehe, auch zu klappen, dass da ein Enderbro aufgetaucht ist. Yes! Zwei Endermen. Nice. Nice, nice, nice. Nietzsche. So, dann nochmal Enderperlen. Nehme ich natürlich gerne mit. Werden wir später auch noch massig brauchen. Gut, gefällt mir. Enderbro geschafft, dann wären jetzt noch Creeper und Zombies an der Reihe. Und das wird auch noch. Wobei Creeper, wie gesagt, ja, da muss man wirklich extrem aufpassen.
Weil die gehen verdammt schnell hoch. Und die sprengen dann gerne mal so halbe Plattformen weg und halt auch hier unsere Monster, unsere Mob-Farm. Von daher aufgewacht, aufgepasst. Und aufgewacht beim Killen natürlich. Okay. Die erledigt sich jetzt dann von selber. Dann haben wir als nächstes die Aufgabe mit dem Ton. Da muss ich jetzt aber noch warten, bis es regnet. Ich könnte natürlich in der Zwischenzeit schon mal eine unendliche Wasserquelle basteln. Ich glaube, das wäre nicht mal die blödeste Idee. Und zwar würde ich die gerne hier so in der Ecke haben. Zwei, vier, passt. So, so. Dann sind wir hier jetzt auf dem Level. Das gefällt mir so noch nicht ganz. Da kommt noch eine. Da wird theoretisch noch eine Reihe Slabs draufkommen. So, machen wir uns einfach noch mal ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie abgezählt. So, sehr schön. Das hätten wir dann mal. Skelette. Dö, dö, dö. Haben wir zwar, aber ich nehme die trotzdem mal mit. Weil Knochenmehl kann man ja immer brauchen. So, ein Bogen. Da werden sicher noch ein paar weitere Bögen folgen, damit wir die zusammencraften können und dann einen kompletten, fertigen und reparierten Bogen haben. So, wir haben Enderliensamen, Brot, eine Leitungssonde, bisschen Kohle und eine Schallplatte. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Brot und Kohle nehme ich mal mit. Brot und Kohle nehme ich einfach mal mit. So, zack, zack. Ja, Kohle könnte ich eigentlich hier zur anderen Kohle tun. Brot haben wir hier, das ist gut, weil jetzt kann ich dann wirklich bald mal den Plattenspieler aufstellen, den es aus unserer ersten Reward-Pack gab. So, eine krepinöse Gestalt. Nummer 1 down, Nummer 2 down. Sehr schön. So, rein mit euch. Und ah, Creeper haben wir jetzt auch alle. Dann fehlen uns nur noch ein paar Zombies. Zombies spawnen hier komischerweise nicht ganz so häufig wie das in normalen Modpacks oder auch im Vanilla Minecraft der Fall ist. Von daher, das könnte eventuell noch ein bisschen dauern. Aber natürlich werden wir auch das schaffen. So. Ah, und wie ich sehe, sind da jetzt ein paar Zombies. Also, jedenfalls laut Minimap. Gut, gut. Da kümmern wir uns natürlich gleich um die traurigen Gestalten. So, nicht springen. Wir verbrauchen halt wegen Wayminer extrem viel Essen. Jo. Zwei Zombies. Dann fehlt noch einer. Oh, ein Wisseskelett. Ein Skelett, das einfach nur im Schatten stand. Nichts Genaues weiß man nicht. So, da die Erfahrungskügelchen noch einsammeln. Was gab da? Zwei Loot-Packs, ein Bogen, bisschen Zombiefleisch. Passt, passt, passt. So, Loot-Packs mal öffnen. Teilungssiegel, ein Buch, Pfeile, Redstone-Legierung, Enderliliensamen, Netherwarzen, Blueprint für Lichtbogenofen, Elektroden, auch nicht schlecht.
Und nochmal eine Schallplatte. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, so langsam können wir hier bald mal einen Plattenladen aufmachen. So, einen Laden für Platte. Ein Plattenladen, ne? So, das kommt hier rein. Gut. Ein Zombie, ja genau, ein Zombie fehlt noch. Dann haben wir das auch. Und ich glaube, naja, das sind zwei Creeper, aber die gehe ich jetzt trotzdem schnell schnetzeln. Naja, da kommt der Kollege natürlich gleich gelaufen. So. Haha, hat euch aber gar nichts gebracht. Ihr Pfeifen! So. Na, das Eisen könnte ich eigentlich auch schon mal mitnehmen. Das Eisen könnte ich eigentlich auch schon mal mitnehmen. Ich glaube, das macht hier vorne ein bisschen mehr Sinn, als wenn ich das hier in der Mistruhe vor sich hingammeln lasse. Gut. Also, hier können wir noch nicht groß weiter was machen. Formschnittgras, Blaugras, herbstliches Gras. Formschnittgras machen wir wie? Einmal Erde, viermal Weizenkörner. Na, da haben wir ein bisschen zu wenig Weizenkörner, weil wir brauchen 12 von den Dingen. Ich würde jetzt aber hier auch ungern nur die Fässer mit irgendwas belegen, weil, wie gesagt, uns fehlt noch ein bisschen Wasser. Aber wir haben jetzt hier den letzten Zombie für unsere Quest. Aha, unsere Axt ist einmal verstärkt. Da finde ich nice. Jetzt haben wir Haltbarkeit plus 500, dank dem Diamanten, den es gab. Und verstärkt 1. Also schon eine ganz gute Waffe. So. Theoretisch. Ne, das lasse ich mal noch hier, bis wir ein bisschen mehr von diesem verrottenen Fleisch haben. Weil dann kann ich Trockenleisten machen aus 3 Slabs. Und das Zombiefleisch dann trocknen. Monster Jerky werden das. Oder getrocknetes Monsterfleisch heißt es, glaube ich, hier auf Deutsch. Und der Vorteil davon ist, man kann es essen, ohne vergiftet zu werden. Und jetzt so in der Anfangsphase, wo wir noch keine Felder haben, ist das nicht mal das Verkehrteste. Und deshalb werde ich auch hier die Zombies, die jetzt noch aufgetaucht sind, gerade mal schnell dann niedermetzeln. Und es gab ein Loopback. Juhu, juhu, juhu. Zwei Enderperlen. Naja, gut. Ah, noch ein Loopback. Oh, zweimal Gold. Nochmal ein Gefängnis-Safari-Netz. Hebel für Tier 1, Turmbasis. Okay. Und 4 verrottetes Fleisch. Cool. Cool. Gold nehme ich wieder mit nach vorne. Gefängnis, Safari-Netz bleibt hier. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Also kommen wir auch ein bisschen an Erz. So. Gut, wir hätten hier. Ich müsste es nur einschmelzen. Aber momentan läuft es doch auch so ganz gut. So, die Monsterkens, die können jetzt mal noch einen Moment drin warten. Ich hau hier mal schnell einen Apfel hinter die Binden. Okay. Das passt, dann können wir jetzt die Monsterquest einlösen. Wir nehmen natürlich wieder das mittlere Loopback, ist ja wohl klar. Und es gibt Brandgranaten. 10 Stück.
Okay. Nützt uns momentan aber noch nichts. Ah, Lapislampen. Gut. Das darf mal hier rein. Dann haben wir freigeschalten Handschuh des Reisenden. Die haben wir noch nicht. Das kommt ja dann hier von der Richtung, wenn wir die Autowerkzeugstation gebaut haben. Aber schauen wir mal, was die so braucht. Autowerkzeug. Aha. 6 mal Wolle, ein Trichter, eine Werkzeugstation, ein Kolben. Kolben bekommen wir aus. Das wird eigentlich sogar gehen. Das wird eigentlich sogar gehen. Das wären hier Stein, 4 mal, 3 mal Planken, ein Eisen, ein Redstone. Das wird sogar gehen. Und für den Trichter brauchen wir 5 Eisen. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache jetzt hier. Ach, ich mache 8. Dann kann ich damit eine Kohle verbrauchen, weil eine Kohle, die schmelzt ja 8 Items. Zwar egal, ob Holzkohle oder die ganz normale Kohle. So, rein damit, rein damit. Für den Trichter brauche ich des Weiteren eine Truhe. Eine Truhe. Ich glaube, das war alles. Eine Truhe und 5 Eisen. Ja, eine Truhe und 5 Eisen. Sehr schön. Wolle bräuchte ich dann ja noch. Ich verwuschel das jetzt alles mal zu Wolle. Oder auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann noch 1, 2, 3 für ein Bett. So, die restlichen Strings, die bewahre ich mal auf. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Ihr kommt doch jetzt erstmal noch hier rein. Eisen für die Truhe haben wir beisammen, beziehungsweise für den Trichter. So. Dann haben wir den Trichter. Für den Kolben bräuchte ich dann noch ein Redstone. Gerne doch. Ah, genau, eine Werkzeugstation bräuchte ich dafür noch. Das heißt, ich brauche zweimal Planken, zweimal Sticks und dann nochmal 4 Planken. So, da muss ich hier nämlich nochmal leere Schablonen machen. Die habe ich ja alle aufgebraucht. So, dann machen wir die Werkzeugstation draus. Passt. Ah, das Zeugs, das haue ich jetzt mal noch hier hinten rein. Brauchen wir zwar nicht, macht aber nichts. So, Eisen. Davon brauche ich jetzt nur eins. Zwei kommen hier mal ins Lager. Ach genau. Genau, dreimal Holzplanken brauchte ich ja noch und 4 mal Stein. So, dann hier Stein, Redstone unten, Eisen in der Mitte. Da haben wir den Kolben. Trichter oben, Kolben unten, Werkzeugstation dazwischen und dann zum Dämpfen auf der Seite ein bisschen Wolle. Ergibt eine Autowerkzeugstation. Sehr schön. Aufgabe erledigt. Wir nehmen den mittleren. Wie immer. Und hier dieses komische Gebilde. Dieses Chains Ico Shadrone, das werden wir natürlich dann auch erst öffnen, wenn die, ah, da habe ich noch einen Diamanten vom Anfang, wenn die Chains Cubes geöffnet werden. Das kommt also auch erstmal ins Lager. Wir haben eine Vakuumtruhe. Oh, Vakuumtruhe ist cool.
Jetzt im Moment können wir die zwar noch nicht brauchen. Sobald aber das automatische Sieb da ist, da bin ich wirklich froh um diese Vakuumtruhe. Weil jeder, der das Autosieb kennt, der weiß, hat zwar ein Inventar, aber das ist dann halt relativ schnell voll. Und diese Vakuumtruhe saugt das Ganze dann auf, was im eigenen Inventar keinen Platz mehr hat. Also eine sehr praktische Angelegenheit. So, schön, schön, schön noch ein Loopback. Paar Knochen, für Bone Meal nie verkehrt. Und jetzt könnten wir eigentlich auch langsam anfangen, hier Werkzeug abzugraden, das heißt neue Köpfe zu machen aus Knochen. Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr ansammeln, weil wenn man es dann reparieren muss, dass man da auch ein bisschen was auf Vorrat hat. Das ist ja selten verkehrt, da ein bisschen was auf Lager zu haben. So, jetzt Handschuh des Reisenden. Schauen wir mal. Handschuh. Das müsste der sein, ne? Ja. Da brauchen wir Leder. Da brauchen wir Leder für. Und Leder ist momentan noch so eine Sache. Das könnte noch ein klein wenig dauern. Gut, macht aber nichts. Ich werde wahrscheinlich einfach wahrscheinlich in die Richtung hier oder hier daneben, so schräg raus, eine Plattform bauen, auf der dann Tiere spawnen können. Da wird sicher auch die ein oder andere Kuh spawnen. Und dann kommen wir an Leder ran. So, sehr schön. Ich glaube, das ist die einfachste Möglichkeit, um da irgendwie an Leder zu kommen. Es regnet noch immer nicht. Das ist nicht sehr erfreulich. Naja, anyway. Ich bastel mir jetzt erstmal ein Bett. So, ihr könnt hier rein. Da sind die drei Wolle. Zack, Bett. Passt. Wo stelle ich das Teil hin? Ja, mal fürs Erste hier irgendwo. Ah, kann ich gar nicht platzieren. Muss ich euch jetzt ein paar Slabs hinbasteln, dass das geht. Weil Bett kann man komischerweise nicht in die Luft stellen. Alles andere geht, bei Bett funktioniert es nicht. Naja, anyway. So jetzt. So. You don't feel tired right now. Ah, ist Blutmond, okay, dann können wir nicht schlafen. Oh, die Mobfarm ist aber ganz schön voll. Das ist natürlich gut. Das gibt schön Loopbacks und das gibt schön Ressourcen, wo wir sicher auch das ein oder andere gebrauchen können. So ist es ja nicht. So, da haben wir irgendwo noch einen Geist. Also quasi eine Seele. Und weg ist sie. Schade. Nun gut, was soll's. So, ah, Herz für Herzkanister zu basteln. Nette Sache. So, wir fangen mit den normalen Loopbacks an. Pfeil, Wegwerf-Safari-Netz, Laser-Ringo Experience. Sehr schön. Ne, ich will doch noch nicht den raren. Hier haben wir noch einen normalen. Nochmal Redstone-Legierung. Ah, Eisenstiefel, Ender-Pearl-Dust, paar Eichensetzlinge. Ja, warum nicht? Nochmal für Lichtbogen, Ofenelektroden ein Blueprint.
Ein Easter Egg, naja. Black Lotus, Hebel für Tier 1. Ein Smaragd, sehr schön. MSG-Pill. Depletes Hunger Points. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, was zu essen. So, du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Ach komm, das alles mal hier rein. Jetzt haben wir schon neunmal Redstone-Legierung. Nice Sache, das. Nice Sache. So, und die Eisenstiefel, die ziehe ich auch schon mal an. Ah, toll, jetzt haben wir schon zwei von diesen Rüstungspunkten. Es läuft, es läuft. Gut, und wir sind auch schon wieder am Ende. Ja, doch geschafft, die ein oder andere Quest zu erledigen, ein paar Monster zu schnetzeln, und ich würde sagen, ich bin jetzt dann so weit, dass ich im nächsten Part vielleicht auch schon anfangen kann, na, zumindest unsere Axt auf Bone Meal Kopf abzugraden oder Knochenkopf dann halt, um die ein bisschen stärker und haltbarer zu machen. Doch das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin bleibt mir gewogen. Bye bye und bis dann.